Na, warum mache ich denn so einen Blödsinn? Braucht doch die Federn gar nicht. So, du müsstest doch gewesen sein. Was? Na komm! Oh, jetzt haben wir dann 1000 verloren, ne? Gut gemacht, Freunde! Welche Belohnung wollen Freunde? Peachy oder Platz auf Extra Super oder Highscore, besten Mister? Wir nehmen den Peachy, danke. Wer sucht, spielt gerne nochmal. Wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Extra noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, wir machen es gleich alles in einem Zug hier. Yep. Also 10.000 problemlos, ne? Nehmen wir an 15.000 mit ein bisschen konzentrieren. 14.000 brauchen wir. Also versuchen nicht zu sterben. 1-2 Pages Federn extra einsammeln, sollten wir das relativ easy hinkriegen. Aber jetzt ein bisschen Übung haben. Sollten wir das eigentlich beim ersten Mal jetzt schaffen, würde ich behaupten. So, würde ich jetzt mal glatt auf mich setzen. Auf mein Tor. Deal. Aber bevor wir das machen, gucke ich mal ganz kurz, wie es denn mit der Platte aussieht. 428, easy, easy. Können wir heute ordentlich was aufnehmen hier. Schnell noch einen Schluck trinken. Oh ne. So, ich gucke jetzt einfach mal mitten im Let's Play mal kurz hier bei YouTube rein, weil es gerade drauf ist. Wo ist es denn? Hier ist es. Mal ganz fix was schauen. Also ich hatte ja nämlich vorhin die Folgen für heute hochgeladen, die will ich mal schnell. Genau, die sind eines Jukalele, die zweite Folge geht gerade online. Und Puey, die 12. Folge, also kurz vorm Ende sogar schon. Jo, das sieht auch echt vernünftig aus. So. Da kann ich das nicht gleich gucken. So. Hier, Ton. Ah ja. Los geht's. Komm, beim ersten Versuch. Ab geht der Peter. 14.000 Punkte. Krieg mal hin. Ich konzentriere mich jetzt auch nicht so stark auf die. Also wenn ich das Gefühl habe, dass die irgendwie schlecht zu erreichen sind, würde ich das auch direkt lassen. Ja. Ich meine, die sind ja alle noch easy hier. Man wüsste, welche Pages mehr Pages. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Welche Federn mehr geben? Könnte man jetzt zum Beispiel auch. Oh, das ist doch nicht wahr. Entscheiden, ob man jetzt Richtung Silber geht. Oder Richtung Bronze hier. Ja, weil manchmal hat man ja praktisch die Wahl. Da muss ich entscheiden, wie hier. Ich meine, hier ist es klar, ein Bronze gegen ein Silber, da nehme ich natürlich den Silbernen. Aber manchmal gibt es ja zwei Wege. Nicht mehr gekriegt, egal. So. Mal her, dann wird er easy mit den Punkten. Easy wird das. Den silbernen da unten, den holen wir zum Beispiel nicht. Weil da verlieren wir 100 Punkte Leben, wenn ich das jetzt versuche. Und wir sind ja gleich bei 10.000 Punkte. Also alles im Butter. Ah, das da war ein goldener. Das meinte ich jetzt gerade. Was war jetzt noch besser? Sich die da unten zu holen oder den goldenen? Vielleicht lieber.
Und hat aber bei den Rexxos-Spielen immer keine Zeit wirklich. Nein, ich wollte den haben, ich wollte den haben, ich wollte den haben, egal. Bei den Rexxos-Spielen keine Zeit, sich da so das Scoreboard anzugucken. Nein! Jetzt haben wir Leben verloren, okay. Hier ist ein Silberner. Mein bisschen Level kommt ja noch und wir sind schon wieder bei 12.000, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ah, 13 schon wieder. Ach. Huch. Und jetzt nicht mehr sterben, dann haben wir das ganz easy drin. Und die 20.000 würde ich mich freuen. So, einfach nur für mich. Und um Rex mal zu zeigen, wie man das so macht. Na, fast. 19.300. Ich würde sagen, das passt. Wie angekündigt beim ersten Versuch. Jupp. Ich finde das immer noch doof, dass da die Mu steht. Hätten da ruhig was hinschreiben können. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Buchstaben, die hier stehen, also das eine ist ja Rexxos nach uns, RXO. Und das andere sind 100 Pro Entwicklerabkürzungen, also von dem Entwickler. Da würde ich drauf schwören. Wow, Rexxos ist überwältigt. Freunde haben Highscore geknackt. Und da guckst du, Pixeljunge. Jetzt her mit dem Paging. Möchten Freunde wieder spielen? Nee, Rexxos, lass mal. Aber wir gucken uns deine Automatenspiele auf jeden Fall nochmal an. Eins fehlt uns ja sogar noch. So. Das heißt, wir holen uns den Schlüssel definitiv beim Endgegner. Denn sonst ist hier auf der Insel nichts mehr und wir können hier erstmal wieder runter. Und kommen auf jeden Fall nochmal wieder, wenn wir den Endgegner gefunden haben, um Shovel Knight den Schlüssel zu übergeben. Und ab geht's! Wupp, haben wir angesaugt. Wie eine Spinne vom Staubsauger. So, da war der erste Eingang und dann geht's da an den nächsten. Nein. Alter, die Augen, ne? Und ab geht's. Ich habe keine Taschentücher mehr hier. Mir läuft schon wieder die Nase. Meine Feder. Meine Federn. Ah, Black Hole in One. Okay. Immer hier auf jeden Fall. Hier gibt es Federn, die ich nicht kriege. Dankeschön. Gibt es denn da irgendwas? Ich will mal ganz kurz, weiß, wir sollen da rein, aber ich will da drauf. Einfach mal gucken, was es da Schönes gibt. Hier ist irgendwie, hier geht es auch ringsrum. Sieht echt cool aus. Da hinten brauchen wir dann wieder unsere neue Fähigkeit. Wer ist das? Ach, das ist die Kollegin, die am Anfang geredet hat, glaube. So, da gehen wir das Black Hole in One. Schwarzes eingelocht. Was? Okay. Aha, hier ist also alles ein bisschen vornehmer. Ich glaube, das ist der Preis, wenn man hier gewinnt. Da hinten geht es dann wieder raus und man kommt hier wieder hin. Aha, okay. Ja, mach du mal, was du willst. Ne? Ich sammle dir erstmal deine goldenen Federn weg. Ich finde den ziemlich cool, ehrlich gesagt. Welchen Screenshot haben? So, Screenshot. Ja. Wer bist denn du? Willkommen, werte Herren. Genau genommen, Damen und Herren. Ah ja, entschuldige. Diese Nase ist nicht die
attraktivste, die ich je gesehen habe. Hat das Paar vielleicht Lust auf Weltraumgolf? Es winken großartige Preise. Weltraumgolf, ich spiele gleich Kröte im Loch, wenn du Pech hast. So, erkläre nun die Regeln von Weltraumgolf. Regel 1: Der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen den Move Reptilramme. Regel 2: Befördere den Ball ins Loch, bevor die Zeit abläuft. Regel Nummer 3: Angemessene Kleidung muss durchgehend getragen werden. Bei Zuwiderhandlung sehen wir uns gezwungen, das Sicherheitsteam gegen ungehobelte Personen einzusetzen. Weißt du, wie jetzt Kleidung? Was soll ich davon halte? Den hier. Ich kann unter Wasser furzen und dann kann ich in der Blase leben. Ja. Nur damit du es weißt. Ja? Mein Freund. Ja? Komm ran, wenn du willst. Wenn du dich getraust. Jawohl, den machen wir fertig. So. Das kannst du ja mal ganz kurz angucken. Da sind ein paar Gegner. Der Ball muss darunter. Achso, der besetzt ja bloß den Ball zurück. Wir haben keine Zeit mit euch zu spielen. Aber wir haben ja relativ viel Zeit. Wir haben relativ viel Zeit. Aber ich weiß immer noch nicht, was er von mit seinen Regeln von uns will. Also in Bezug auf die Kleidung. Also ich finde, wir sind fein angezogen. Ja, komm. Oh ja, da läuft ja groß herum. Geh mal weg. Lass ab jetzt. Lassen den Dicken mal schlafen. Okay, das weiß nicht, ob wir das kaputt kriegen oder ob das nur Deko ist. Nein, jetzt geht nach. Geh doch mal da lang. Wieder Ball. Mensch, kommt ja voll wie im Casino so. Ah, ich hab wieder mal einen Nox-Player nicht ausgemacht. Nein. Ne? Ja. Dann kann ich Balle geholt. Hol mal ab jetzt. Ich muss den Ball hier reinbuxieren. Ne, komm. Wir haben da wohl einen Gewinn her. Kommt und holt euch auf dem Weg nach draußen euren Gewinn ab. Jo, das werden wir tun, Mr. Quack. Was macht das? Achso, es öffnet erstmal die Tür. Gibt sonst nichts, ne? Und ab in Staubsauger. Whee! Dankeschön. Da hinten irgendwas? Das ist bloß der Ausgang, ne? Und? Hast du noch was zu erzählen? Quack eingebildet? Denkt dran, der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen ihn ja. So, ich muss aber erstmal ein paar Taschentücher holen, schnell gleich. Jo, da haben wir die Insel auch schon fertig. Jawohl. So, ich gehe mir ganz fix ein paar Taschentücher holen. Bin in 3 Sekunden wieder da, brauchen wir nicht schneiden. Bis gleich.
So, bin schon wieder da. Aber jetzt erstmal mal ganz fix die Nase putzen. Jetzt habe ich wieder losgeredet, um das Mikrofon anzumachen, aber nicht so schlimm. Und ich habe nur wie immer so gesagt. Mann, dieses Klingeln. Hallo Kollege. Yeah. Was meckerst du denn rum? Und los geht's! So, wo sind wir denn hier? Ich schau schon wieder die blöden Augen. Ja. Na guck doch, Blöde, was ist das? Was ist das? Was macht es? Ne, fliegen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, ne, so. Na gut. Den wir haben. Da geht's nach oben, aber hier ist auch noch was. Oh, müssen wir also mit dem Schiff herfahren? Oder haben wir irgendwo eine Kanonenblume? Aber es sieht so aus, wenn wir mit dem Schiff her müssen erst. Ja, müssen wir also mit dem Schiff her. Da finde ich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schwachsinnig, muss ich mal so sagen. Weil wir haben doch die Welt schon freigeschaltet. Warum soll ich jetzt extra mit dem blöden Schiff noch mehr? Oh, wir kommen hoch. Nur um dann den Eingang frei zu machen. Oder wir gehen einfach oben rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann könnte das da unten sogar der Ausgang sein. Was ist das? Okay. Da waren wir auch noch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Oder war das nur ein Teil der Rennstrecke? Das kann sein. Hallo? Eine große leere Kugel? Ah, jetzt hat er seinen blöden Stachel wieder rausgeholt. Komm. Hä? Mach mal. Was denn angreifen? Na komm. Ah, du blöde Vieh, ey. Die Dinger und die Augen, ey. Übel. Aber das war's doch schon. Mehr gibt's hier nicht, oder? Und ab geht's. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Wenn so groß war das von außen, aber nee. Gehen erstmal hoch, oder? Okay, dann gehen wir halt erstmal runter, ohne die Feder einzusammeln. Ich will die Feder haben. Jetzt, dankeschön. Was ist das? Okay, liegt da einfach nur. Da ist ein Knopf. Ach, komm schon, bitte nicht. Ja, geh doch schon los. Ja, ich weiß, da oben die Holzdinger schwimmen mit. Alter. Schaffen wir das, 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 schaffen wir das
Oh, Dankeschön. Boah. Denkt sich denn so ein Schwachsinn aus? Ich habe ein Geheimnis gehört. Komm schon. Ach so. Alles muss eine Ordnung haben hier. Und ab nach oben. Aber wo ist der Kumpel, den ich die ganze Zeit höre hier? Ich habe, glaube, gesehen, wo er ist. Ja. Und ab nach oben. Dankeschön. Ju, da fehlen doch bloß noch zwei. Dann geht's hier raus? Nein. Du musst echt den Weg wieder runter? Oh. Na gut. Mehr wieder runter? Dann nicht jetzt so ein... Hä? Geh doch mal hoch. Ist das so ein blödes Holz im Weg? Oder müssen wir da auch wieder einen Knopf drücken? Jetzt echt einen Knopf drücken? Aber hä? Da können wir doch auch nicht. Wie geht hoch, Mensch? Wenn wir jetzt den Knopf drücken, können wir doch auch nicht runter. Achso. Nee. Hä? Damit ich nicht bloß das hier festhänge, wie... Hä? Hä, wie kommen wir denn hier raus? Hä, bin ich doof? Ich weiß ja, aber... So doof? Wie geht's denn hier raus? Da oben ist auch kein Loch. Hä? Ich stehe gerade nicht auf dem Schlauch. Muss einen Ausgang geben. Na gut. So wieder. Wasser aktivieren, um rauszukommen, ey. Ah, Blase. So. Und das, damit das Wasser nicht ausläuft, oder was? Na, warten, bis die Zeit um ist. Mann, ey. Dankeschön. Zack. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Peachy. Was ist denn da unten warmer, ja? Was das schon? Juhu! Ja, lass mich in Ruhe. So, dann haben wir die nächste Insel schon fertig. Oder? Nee, haben wir nicht. Wir müssen das Schiff holen. Und dann müssen wir noch da hoch. Das heißt, wir holen mal auf das Schiff als nächstes. Und los geht's. Ah, wir haben die Ballons vergessen. Ich Trottel. Dann gehen wir jetzt erstmal schnell zu den Ballons. Dann holen wir das Schiff. Und dann geht's los. Führt uns das zur Rextro? Ja, das führt uns zur Rextro. Und ab geht der Peter. Hui. Hier sind wir richtig. Ja, das war doch jetzt.
richtig gesehen habe, gut. Das würde erklären, welchen Zweck die Blumen haben. Ja, geht mal weg, ihr nervt mich sonst bloß gleich beim Zielen. Dann können wir die bestimmt damit abschießen hier. Ah, kenn ich aus nicht. Verdammt. Das ist ja Wasser. Ich dachte, das war eine Eisblume. Oh. War denn irgendwo noch eine andere Blume? Haben wir noch irgendwo eine andere Blume? Hast denn du hier was? Mrs. Pig? Hast du eine Blume hier? Ne. Hä? Wie haben wir denn die Ballons vom Himmel? Also mit die Granatendinger treffen wir die auf keinen Fall. Aus der Höhle vielleicht? Also, die suchen ja alle den Eingang, der hier ist. Die stehen ja praktisch ringsrum, aber naja, gut. Oder haben die Angst vor Schaubeneiden? Nee, eigentlich nicht. Die fragen ja mal, wo, ob ich weiß, wo es ist. Müssen wir uns ganz schön beeilen, wenn das hier drin ist. Ah ne, hier gibt es auch keine Blume. Muss ich sie vielleicht als Brot machen? Oh. Ich war mir sicher, das sind hier diese Eisblumen. Ja. Vielleicht reicht auch dagegen fliegen. Und drauf landen. Ja, drauf landen reicht. Komm, geh weg. Ja, den muss ich einsammeln. Einsammeln habe ich gesagt. Dankeschön. Ja, drauf landen ist natürlich der Masterplan. Wenn wir einfach uns das hier mitnehmen. Wodurch die nicht kaputt gehen. Na gut, das geht auch. Hey, hallo. Als 1 von 3 und nein. Ich bin das zweite Peachy-Stück. Noch 2 fehlen. Ich glaube am Schiff, wo die Ballons sind, das ist Nummer 2. Ne, oder die 2 dort. Oder die 2. Okay, dann müssen wir dann dran denken, dass wir uns die Holme wieder sehen. Juhu! Oh. Ja. Wo muss man das Schiff? Ja, haut ab. So, hier ist der DNA-Tor. Bitte einmal verwandeln. So, nee, doch nicht, Entschuldigung. Nein, ich wollte springen, nicht normal mit dir reden, Frau Doktor. Ja, komm, aber jetzt. Denn der Pitch hier, der wollte doch was erzählen. Ach,